So, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin immer noch im Kieper unterwegs. Heute haben wir die Baustelle Bingen, da fahren wir mit, ich weiß nicht, gefühlt 12 Autos. Keine Ahnung. Immer noch keine andere Halterung dabei. Ja, hab nur die andere Scheibe neben dran hängen. Leider sieht man jetzt nicht viel. Aber das werde ich hier den ganzen Tag machen heute. Sembach Schotterladen. Für hierher. Gehe mal davon aus, dass ich auch die Woche noch Kieber fahren werde. Es ist einfach noch nicht so. Mit Luft, das ist wesentlich besser. Ja, aber es ist einfach, weiß nicht, noch nicht so, dass ich sagen würde, dass ich zu 100% fit wäre. Laden und einmal abladen.
Hallo am Dienstagmorgen. Gerade noch mein Ziel in Navigation eingegeben. Heute Morgen Runde Richtung Nürnberg. Sie erreichen Ihr Ziel um 8.35 Uhr. Wohl. Ich werde ein bisschen später sein, weil ich auch ein bisschen anderen Weg fahre. Runterholen, zwei Wegebagge. Und er geht nach Landstuhl. Wer kommt denn da schon? Halb fünf. Denn die erste schon hier. Geht noch schnell mein Tor zu machen. Viertel nach neun. Hat natürlich kurzzeitige Sperrung. Und der Stau vor der Sperrung und bis sich dann der Verkehr wieder auflöst, das kostet natürlich alles Fahrzeit. Jetzt habe ich schon gleich vier Stunden, brauche noch etwa 20 Minuten, also ich muss an der Baustelle quasi meine Pause machen irgendwie. Ich hoffe, dass das geht dort, dass da Platz ist. Aber ich glaube nicht, dass ich noch mal wegkomme dann. Jetzt auch einmal um Nürnberg rum. Durch die Stadt durch wollte ich jetzt nicht fahren. Die Ampel, ja. Komm, fahr als weiter. Also bleib halt stehen. Danke. Seite stehen bleiben und werde erstmal vorlatschen. Oder ist das der hier steht? Keine Ahnung. Ich bleibe hier neben an der Seite mal stehen. Also,
von links hinstellen. Na komm, stell mich da her. Hier ist eine Einfahrt. Bleiben wir hier, nehmen wir, bleiben wir stehen. Alle mit auf den Gas. So, also gut. Gehen wir raus, gehen wir abhängen. Wagen geladen. Mein Navi steht. Mein Navi zeigt mir, ich soll wieder zurückfahren, aber ich kann ja hier nicht einfach drehen. Seltsamsterweise, egal, ich fahre jetzt davor. Vorne an der Ampel biege ich rechts ab. Warte dann, bis der Kollege da vorbei ist. Fährt er hinten dran, der fährt, jawohl. Reise geht. Ach, Scheiße. Wie weit wir kommen. Der fünfte Gang, okay. Danke. Landstuhl sagt ja genau 4 Stunden 30, 330 Kilometer, also das werde ich nicht ganz schaffen. Katastrophe. Von der Luft her geht es eigentlich besser als erwartet. Sorry, Pitsche-Patsche nass geschwitzt, tropfnass. So, vorne ist die Rahl, da muss ich links abbiegen. So eine fahrzeitfressende Ampel. Das war's mit Abladen. Ich bin jetzt in Höhe Sinsheim. Ich schreibe 5 Minuten, ne? Aber das ist. Wir sind, glaube ich, 8 Kilometer Stau oder so gemeldet.
Ach ja, hätte ja können mal laufen, ne? Bestimmt eine Stunde dauern oder so, dann, ja, wie gesagt, dann kann ich vergessen, dass ich leer werde heute. Ich halt morgen früh hinterfahren, muss leer machen. Ich glaube, morgen früh sollte ich was anderes machen. Morgen früh sollte ich bei der Cut, glaube ich, laden. Glaube ich. Um 7 Uhr, das werde ich dann natürlich nicht schaffen. Da werde ich erst gegen 8, 8:30, 9 sein. Wenn ich das fahre. Ah ja. Schauen wir mal. Das ist anscheinend nur, weil hier alles raus will. Und ich PKW wie LKW-Fahrer alle auf den letzten 3 Meter einordnen müssen. Also, ich treffe es aber auch jedes Mal. Bin ich auf der A61 Kreuz Mutterstadt. Wieder Stau. Katastrophe. Mir noch Gedanken machen, dass meine Fahrzeit reicht. Bis nach Hause. Aber nicht, dann ist es halt so. Hat jetzt noch gute 45 Minuten fahren. 50 Minuten habe ich noch. Mittwochmorgen. Mittwoch, ja. Also ich habe gestern Abend nicht mehr geschafft, leer zu machen. Ich habe es mit Ach und Krach geschafft, nach Hause zu kommen. Oh, haben wir ein neues Tor bekommen hier. Jo. Ja, hatte 10 Stunden 3 oder so. Lade ich den Bagger hier heute Morgen ab, dann fahre ich wieder nach Hause, fahre Richtung Hof, auf den Hof, nicht Richtung Hof, auf den Hof, lade dort unseren LH, den fahre ich nach Ingelheim und dann 938 laden, auch der steht auch zu Hause in der Werkstatt, der geht nach Kaiserslautern in die Innenstadt, wird lustig. Waren wir schon ein paar Mal, ich noch nicht bis jetzt, Gott sei Dank oder leider oder wie man es auch immer sehen will.
Ja, fahre heute nochmal Tieflader. Gehe ich mal aus davon. Einfach nochmal ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, belasten. ja. Schauen wir mal. Warten wir ab. LH geladen jetzt. LH und der Sortiergreifer. Fahren wir jetzt runter nach Igelheim. Er muss wohl außerhalb an den Platz gehen. Werde ich jetzt gleich nochmal anrufen und werde mal hören, wo der hin soll. Stehen dann wieder heute. Rein. Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja. Das Schild da vorne hingestellt. Beinahe.
eingesattelt. Ah, sorry, bin nicht angeschnallt. Meine Helfer, die sind schon vor Ort, finde ich gut. Kommt noch eine kleine Engstelle, eine Fahrbahnverschwenkung. Da bleibe ich jetzt noch hier in der Mitte, solange die Ampel grün ist. Das ist hier gleich. Dann wechsle ich auf die linke Spur, weil wenn du hier einen PKW nebendran hast, das geht nie gut aus. So. Thank you.
gut. Da vorne muss ich rein. Thank you.
Alter, Mensch! Gut, wenigstens das haben wir mal. So. Wird er gleich wieder hängen bleiben, nehme ich an. Im Hof haben die Planierraube heute auf der Schneeberger, Schneeweide, der Schneebergerhof, glaube ich, heißt der. Da, wo ich den 926 von der Seite quasi abgeladen habe. Da steht jetzt auch die Planierraube. Mache jetzt auch Feierabend. Montagmorgen habe ich eine Liebherrfahrt irgendwie ins Saarland nach Saarbrücken. Weiß noch nicht genau was, noch doch was weiß ich, ein 926 hin und ein 934 zurück. Ja, schauen wir mal. Ja, mal halt Schluss für diese Folge.
wie gesagt, mache jetzt auch Feierabend. Bis nächste Woche, bis nächste Folge. Danke mich fürs Zusehen. Und ja, bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Ciao.